In dieser A-Gruppe des heutigen Tages, ganz sicher führende Nation, Weißrussland, Trainerin Galina Krylenko betreute dann noch in den letzten Sekunden diese junge Dame Eugenia Pavlina, die für Olga Gonta ins WM-Rennen geschickt wurde. Große Bewährungsprobe für sie. Alle rechneten mit Olga Gonta, aber da ist irgendwas. Und man hörte nicht nur mit der Wirbelsäule. Viele hielten ja diese Olga Gonta für eine potenzielle, na, manche sagten sogar Olympiasiegerin des nächsten Jahres. Ihr Fehlen hier muss nicht dagegen sprechen. Und der Auftritt von Eugenia Pavlina muss nicht gegen eine Mitfavoritenrolle des weißrussischen Teams sprechen, zumindest was Medaillen angeht. Das die bisherigen Punktzahlen aus weißrussischer Sicht. Hier fügt sich die Übung und sicher auch die Bewertung von Eugenia Pavlina mit den Keulen ganz sicher ein, sodass ich glaube, am Ende dieser A-Gruppe, der ersten Gruppe des Abends heute, können wir die Führung von Weißrussland konstatieren, erwartungsgemäß. Und bewundern auch mal herrlich diese Sprünge hier und diese Überdehnung im aktiven Beweglichkeitsbereich von Eugenia Pavlina, die sich mit Wettkampflaune vorstellte, 9-4-5. Also damit liegt Weißrussland mit 38.